So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Guck mal, Link freut sich, euch wiederzusehen. Wir haben es hier gerade bei mir, 23.30 Uhr, die perfekte Zeit zum Aufnehmen. Und wir begeben uns jetzt zu Kakariko, weil uns dort was bestimmt... Weil wir uns einfach mal Vorräte kaufen. Ich will ja nicht spoilern oder so, nein. Also da wird überhaupt nichts passieren. Also wir gehen ganz normal jetzt in Kakariko und alles wird in Ordnung sein. So, neben mir ist hier gerade mein Laptop aufgebaut. Der kann vielleicht ein bisschen ein paar Geräusche hinterlassen, falls ihr merkwürdige Geräusche hört. Weil ich den gerade neu aufsetze auf Windows 8. Ich will da die Testversion ausprobieren. Gerade mache ich das auf dem Laptop, weil ich keine Lust habe, das hier auf meinen großen PC zu machen und den Laptop sowieso mal neu auflegen wollte. Von daher eignet es sich sehr gut, dass man den erstmal neu auf Windows 8 aufsetzen kann. Windows 8 soll ja nicht so gut sein, aber ich finde auch nicht, dass es so gut ist. Aber man muss es eine Chance geben meinerseits. Und deshalb probiere ich es einfach mal aus. Also ich bin nicht so einer, der einfach sagt, scheiße, ich probiere es erst gar nicht aus. Ich probiere es aus und dann verurteile ich das. Also ich werde sehen, wie das so wird, dieses Windows 8. Das wird ja ganz anders sein als Windows 7. Nicht mehr so... Das sieht eigentlich mehr aus wie Apps sozusagen. Es ist mehr so ein... So... Richtung Smartphone gegangen. Habe ich das Gefühl. Geht das eigentlich? Ich bin mal neugierig. Lol. So. Ich möchte mal kurz was gucken. Scheiße. Oh nein, jetzt sag bloß, ich habe nicht gespeichert. Oh, ich bin so dämlich. Oh. Ja, tut mir leid, ich habe nicht gespeichert. Oh. Fuck, scheiße, verdammte Scheiße. Ja, Leute, es tut mir wirklich leid. Ich mache das offscreen schnell. Und wir sehen uns gleich, wenn das hier weitergeht. Oh Mann, ich bin jetzt so schlecht gelaunt. Naja, was soll's. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. So, meine lieben Leute, ich habe alles nachgeholt. Hat jetzt insgesamt mindestens 45 Minuten gedauert. Ich hoffe, das passiert mir nicht nochmal. Und nochmal zum Beweis. Spielstand gesichert. So, jetzt haben wir es gesichert. Jetzt habe ich alles nachgeholt, was wir getan haben. Wir haben 200 Rubine, wir haben alles Mögliche. Ja, ja. Volvagia besiegt. Ja, das war jetzt echt ärgerlich. Das hat echt Laune weggemacht, das alles nochmal neu zu machen. Aber egal. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es 0.21 Uhr. Und jetzt will ich das endlich mal nachholen. Was wir hier alles verloren haben. So, nun gut. Wir sind in Gebirgsfahrt. Ach! Hat er nicht die Creme bestellt? Hä? Mein Bruder... Warte. Moment mal, hast du nicht gesagt, deine Augen werden... Wofür war der Moddertrank? Nee, das waren die Augentropfen. Nee, ich habe echt vergessen, was wir damit machen wollten, mit dem Modertrank. Alter! Ach, wie, das Ding bricht auch noch aus. Hey, es bricht nicht aus. Blöde Spinne. Ich hasse diese Viecher. Ach ja. Navi, ja, was gibt's denn diesmal? Lass uns jemanden suchen, der uns etwas über die anderen Weisen erzählen kann. Ja, das macht super. Nein. Ich habe da echt keinen Bock zu. Wir haben zwei Feen. Ja, das wollte ich gerade mal nachgucken. Ja, das ist eine Kuh in diesem Loch, das weiß ich. Da gehen wir aber jetzt nicht rein. Ja. Aber es war sehr, wirklich sehr anstrengend, das alles nochmal nachzuholen. Es war auch, sagen wir mal, so langweilig, weil wir das komplett nochmal gleich nachmachen mussten. Oder ich, besser gesagt, ihr müsstet es ja nicht ertragen, das gleiche nochmal zu machen.
Aber egal, endlich geht es hier weiter. Und ich habe ja ein neues Prinzip ausgedacht. Ich habe nämlich vor, das Spiel komplett durchzuspielen. Also ein Projekt zur Zeit. Und das spiele ich immer, will ich so schnell durch wie möglich spielen. Also jeden Tag vielleicht mal aufnehmen oder so. Lol. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und dass man das Let's Play fertig hat. Und dann kann man jeden Tag ein Let's Play hochladen. Ich finde die Idee nicht so, gar nicht mal so schlecht. Und wenn man damit fertig ist, kann man in Ruhe das nächste machen. Und schon hochladen. Also ich finde die Idee super. Das erklärt vielleicht auch, warum einige Let's Player 5 Let's Plays am Stück immer hochladen. Ich vermute mal, dass die immer wieder ein Part nach den anderen fertig machen. Und es regnet. Was hat es damit auf sich? Salü? Was ist denn hier los? Ist doch alles in Ordnung. Hier schwebt nur ein Fenster rum. Ja. Es regnet. Nun gut, ich will erstmal zu Hyrule Field. Ich meine, hier wird ja nichts Böses passieren oder so, ne? Nein. Aber ich vermute mal, dass wir hier was falsch gemacht haben. Stimmt, normalerweise sollte man ja den Wassertempel machen. Man erwartet dann, dass man hier so reinkommt. Dann passiert nämlich das Folgendes hier. Es brennt. Kakariko steht in Flammen. Warum? Wir waren nur gerade mal 5 Sekunden weg und schon brennt es hier. Was ist hier passiert? Zurück, Thoraxo. Was ist das? Ein Partyschatten. Rot-blau beleuchtet. Was ist passiert? Sieht aus, als würdest du es überstehen. Thoraxo, etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarikos, hatte den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, sodass er das Siegel brach und er wieder an die Oberwelt entkommen konnte. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Thoraxo, Impa ist eine der 6 Weisen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof und Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist die Melodie dir zu lehren, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nocturne des Schattens. Thank you.
nette Hose. Du hast die Nocturne des Schattens erlernt. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Turaxo. Gut und schön. Weg. So, er will das Dorf, auf das Dorf aufpassen und haut ab. Ja, egal. So, ich muss mal kurz unterbrechen, bin gleich wieder da.